Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sparta in Total War Arena. Ja, nee, gibt's leider nicht mehr, sondern einfach nur einen ganz normalen Total War Rome 2. So, genau, wir haben jetzt einiges zu tun. Also, letzte Runde haben wir hier verloren, weil ich irgendwie den Anfang vergeigt habe. Ich habe, ja, wisst ihr sicher, ich habe bei der Schlacht vorgespult, damit ich halt zu den Gegner hinkomme. Und ja, währenddessen hatte ich aber auch ziemlich Schnupfen, sorry deswegen. Und ja, habe halt nicht drauf geschaut. Ich glaube, ja, ich habe halt kurz mich geschnäust und dann aufs Handy geschaut und dann hochgeschaut und dann hat er mich schon angegriffen und komplett überrannt. Naja, war zwar am Schluss auch noch knapp, aber ja, es war so oder so nicht gut. Genau. Also er hat es auf jeden Fall sehr richtig gemacht. Er hatte ja, keine Ahnung, 50% war Plächter-Kavallerie. Und dementsprechend, also ich habe ihn zu Hause angegriffen, also in der Base. Und ja, er ist rausgegangen, was die richtige Entscheidung war. 7 Runden hier noch. Hier brauche ich noch 2 Runden, okay. Genau, da warte ich noch, bis ich die Mauer einreißen kann. Hier muss ich noch schauen, was ich mit dem mache. Genau. Ich glaube, soweit waren wir auch fertig. Die bekommt auch noch was. Okay. Das ist ganz gut. Okay, das ist ja meiner, deswegen bekommt er auch was. Er ist schon 57. Uiuiui. Das ist natürlich heftig. Sparta lässt grüßen. Hat auch ziemlich einstecken müssen. Bekommt hier auch mal ein bisschen was, damit er eben schneller heilt. Also die Einheiten. So. Ich weiß echt nicht, was der macht. Friedensabkommen. Ich überbringe euch die Nachricht, dass mein Herr den Krieg zu beenden wünscht. Diesen Wunsch wird er annehmen. Ich hoffe, ihr nehmt dieses Geld mit den gebührenden Respekt. Dann habe ich kein Klientel. Sonst kann ich ja nicht gewinnen. Was ist das? Achso, der will jetzt noch den Rest. Ja, wow. Wieso habe ich überhaupt noch ein bisschen Chancen hier? Selbst wenn ich statt den Fernkämpfern oder mit den Fernkämpfern noch Kavallerie hätte, 4 Stück Kavallerie, hätte ich es nicht geschafft. Oder selbst da wäre es knapp gewesen. Also mit 4 Kavallerie hätte ich es wahrscheinlich geschafft, aber. Nehmt diesen Zuschuss an. Unsere Schatzkammern laufen über. Ich hoffe, ihr nehmt dieses Geld. Ich hoffe, ihr nehmt dieses Geld mit dem gebührenden Respekt und in aufrichtiger. Ich mache dieses Angebot im Namen meines Gebieters, denn er ist Herrscher aller Menschen. Das würde er sogar machen, aber nee. Okay. Mir kam gerade so, nee, das ist ja kacke, was ich da mache. Das kann ich auch nicht verteidigen. Aber meine Armee kommt gleich hoch. Also. Bisschen was kann er noch einnehmen, aber dann schmeiße ich ihn wieder raus.
Ja. Das Blöde ist, solange der hier ist, habe ich keine Chance. Oder... Ah, endlich greift er an. Ich mache eine aggressive Stellung. Gut. Endlich. Wieso hat er angegriffen? So, ja, da war eine Armee, da ist eine Flotte, hier ist eine... Ja, er konnte nirgendwo hin. Selbst wenn er von der Insel weggegangen wäre, ja, hätte ich ihn easy verfolgen können. Was ist das denn jetzt? Ja, kann ich auch nichts dagegen machen, wegen den Bogenschützen. Okay. Ist doch noch nicht so schnell vorbei, wie ich dachte. Hm. Ja, das war echt ärgerlich. Das war echt blöd. Blöd. Oh, wow. Hallo, Kusch. So, dann machst du mal Gewaltmarsch und marschierst mal so schnell wie möglich hier hoch. Du machst das Gleiche. Du greifst hier mal an. Automatisch. Okay. Hier mache ich auch mal Militär. Entschuldigung. Fängt schon wieder an. Oh, hier, hier. So, hier auch alles updaten. Oha. Ich kann schon... Okay. Okay. Ich kann Level 9er bauen. Der nicht, okay. Aber selbst die da sind schon krass. Du gehst mal dahin. Du schaust mal weiter. Okay, hier, die habe ich jetzt verloren. Da brauche ich auch nur noch 2 Runden. Und dann habe ich den. Gut. Gut, gut, gut. Hier muss ich mal schauen. Okay, Armee aufstellen. Okay, dann... Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal schauen, wo die... Genau, ja, der ist da. Das können wir... Er kämpft mir das. Weil das sind mir dann doch schon ein bisschen... arg viele Verluste, die er beschreibt, aber könnte wirklich wichtig sein. Nee, ich warte mal. Okay.
das da passt. Helden Spartas. Okay, königliche Spartaner. Also, die da gehen nach da. Also hier, die gehen nach da. Die gehen hierhin. Ja, die gehen allgemein so hin. Und der geht hier hin. Oder? Ja. Gut. Aua. Das ist voll frech hier. Okay, dann die werden sich mal schon mal bereit halten. Genau, geht mal hier. Gut. Das ist auch schon ein richtig heftiges Tier. Voll gut. Kavallerie hier geht dahin sofort. Und ihr schießt mal. Okay, jetzt könnt ihr wieder weg. Ja, holt euch mal das da. Das tut so richtig weh. Ihr geht dahin. Ihr geht dahin. Ihr geht dahin. Also ich will jetzt, dass er... Der schießt immer noch auf den, dieser Blöde. Ich will, dass er seine Geschosse aufteilt. Also nicht nur auf die, die jetzt hochklettern, schießt, sondern überall hin. Alter, wie viele da gestorben sind. Warum? Das sind nur Steinschleuderer. Schnell wie möglich darunter. Oh, das sind Elite-Bogenschützen, ne? Okay. Die Mauern sind durchbrochen! Gehen schon mal da rein. Die gehen einfach mal schon mal runter.
zwar die Kavallerie kommt jetzt auch mal. Wir haben einen Turm eingenommen. Das ist sehr wichtig. Problem bei große Problem bei denen ist einfach, dass sie was machen du hier vorne? Dass sie einfach so ja viele Kavallerie haben, so viele Plankter Kavallerie. Das ist halt einfach richtig kacke. Ich gehe mal mit denen dahin. Die Pikiniere, die können wir auch hier. Schau, ich kann halt nichts dagegen tun. So ultra boring finde ich, aber okay. Leute, das gleiche ist diese Taktik mit den mit der Artillerie. Das ist ja nur weil es funktioniert, heißt es nicht, dass man das spielen sollte, beziehungsweise dass es cool ist zu spielen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Also vor allen Dingen mit Sparta ist diese Taktik einfach nur extrem toxisch. Also die Taktik ist quasi, dass man ein paar Hopliten macht. Also am besten die königlichen Hopliten, die halten sehr viel aus. Also Pikiniere brauchen eigentlich gar nicht. Und dann den Rest macht man voller Katapulte, also Artillerie. Und das ist so heftig. Also man hat dann quasi 5x4, also 20 Artillerie. Und ja, was soll der Gegner machen? Also der Gegner kann die einzige Chance vom Gegner, das noch zu gewinnen, ist, dass er sehr sehr viel Kavallerie geht oder sehr leichte Einheiten. Aber das Problem dabei ist, gerade ein bisschen geruckelt. Das Problem dabei ist, dass sobald sie an die Katapulte dran sind, sind sie von der Moral her so strugglen, dass halt die Hopliten-Phalanx einfach den Rest macht. Und das ist halt so eine Taktik, die, also man igelt quasi die ganzen Katapulte ein und der Gegner kann echt nichts machen. Also ist halt richtig schön. Ja. Die gleiche Taktik ist eben das mit den ganzen Plankler-Kavallerie. Das ist an sich auch ja nicht verboten, sondern es ist so eine Taktik, die man bei so Profispielern echt nicht gerne sieht, weil das ist eigentlich fast schon Cheaten. Genau. So. Das Problem ist, wenn er sich hier zurückgezogen hat, dann habe ich ein mega Problem.
Wieso sind da nur noch drei? Der schießt von da. Dieser Arsch. Der feindliche General ist tot. Oh ja, klar. Wo kommst du denn her? Nein, ich kann gerade nicht. Und wohin gehen die? Keine Ahnung. So, jetzt ist die Frage, wohin? Weil sein General ist ja tot. Irgendwo eine. Knapper Sieg. Getötet 390 und ich habe 800 verloren. Ja, wow. Das hätte ich automatisch machen sollen. Dann hätte er es einfach nur berechnet. Ja. Gut. Aber das zeigt auch wieder den Struggle der. Komm, ich baue hier mal das weiter. Den Struggle der ganzen Armeen und Fraktionen, beziehungsweise. Nicht Fraktionen, sondern. Der ganzen Länder, die hier im Osten angegriffen haben, also sei es jetzt Alexander, sei es jetzt Rom, also Alexander mit Makedonien oder eben Rom, dass die halt ja mit der leichten Infanterie und Kavallerie überhaupt nicht zurecht kamen. Also mit der Infanterie überhaupt kein Problem, die haben sie wegradiert. Aber die Kavallerie, die Plänkler-Kavallerie war so ein krasses Problem, dass also der meiste Schaden war wirklich ich spreche jetzt von der Legion, von den Römern, dass die Römer eben angegriffen haben und dann kam die Plänkler-Kavallerie von den Gegnern, haben sie umkreist. Und dann wurde halt versucht, so viel, wurde versucht zu fliehen, beziehungsweise auszubrechen und dann Rückzug zu machen. Natürlich geordnet, ne? Also ich meine, so Barbaren im Osten werden natürlich nie oder würden nie solche krassen Legionen zerstören können. Auf jeden Fall, ja, man konnte von den Plänkler-Kavalleristen nicht fliehen, das war das Problem. Und es kam nicht selten vor, dass dann Veteran Nahkampfabwehr, ich will Rüstung, dass halt die ganzen Legionen dann aufgerieben wurden oder vernichtet wurden allgemein. Deswegen der Kampfabwehr Rüstung. Treue Verteidiger. Ganz ehrlich, ich mach mal. Ich überleg die Rüstung zu machen. Also quasi die Verteidiger. Lagererfolg. Hier ist nur Moral. Gegen Barbaren. Ja. Ich muss hier. Warte, das ist Rüstung. Nahkampfabwehr, Nahkampfangriff, Rüstung. Genau, wenn ich das auf Level 3 mache, gibt es 10 Rüstung. Und hier gibt es 12 Rüstung. Ja, okay.
Ja, ist jetzt auch nicht die Welt. Okay. So. Dann switche ich noch mal kurz durch und dann machen wir nächste Runde. Und genau, das machen wir in der nächsten Folge. Beziehungsweise wir schauen uns erst noch an, was der gute Römer und die andere Welt macht. Die andere Welt. Der, ihr wisst schon, der Rest von der Welt. Und dann, ach, der greift jetzt da an. Okay, also Partien macht mir große Probleme. Aber Partien ist auch so eine Fraktion, die macht eigentlich jeden sehr große Probleme. Es sei denn, man spielt sie selber. Weil, also Partien selber zu spielen ist sehr schwer, weil die haben sehr gute Kavallerie, beziehungsweise Blankler-Kavallerie. Wir fordern nur eine geringe Summe. Ja, ja. Und der Nachteil ist, du musst halt mit der Kavallerie managen können. Und Blankler-Kavallerie zu managen ist ehrlich gesagt sehr schwer. Das mache ich jetzt automatisch. Vor allen Dingen also mit Partien eben sowas. Also sowas zu erobern ist nicht leicht, weil eben die Stärke von den Partnern ist wirklich die Kavallerie. Hier weiß ich nicht wie. Also er hat sehr viele Fernkämpfer, das ist halt wieder das Problem. Aber den Rest könnte ich sogar aufhalten. Ich es probieren? Nee, ich probiere es nicht, weil Siede ist. Achso, oh nein, ich dachte, Siede wäre hier. Oh, dann hätte ich es versucht, ehrlich gesagt. Weil ich wollte es jetzt nicht versuchen, weil nämlich hier ist meine Armee gleich daneben. Weg das Böse im Menschen. Ja, mach das mal. Naja. Gut, dann mach mal weiter hier. Ich will jetzt Schluss machen und nächste Folge anfangen. So. Gut, Rang erhöht, Rang erhöht, bla bla bla, Frieden verhandelt, natürlicher Tod, Warnung, Schutz verfällt, hohe Chance auf Sezession, ja, natürlich schon wieder, ne? Wieso? Minus 50. Okay, dann töte ich den mal. Das Problem ist natürlich, mal. Also, das da ist ein feindlicher, das da ist meiner. Also ich habe viel zu viele feindliche Armeen. Dessa ist auch ein gegnerischer. Warte, den switche ich jetzt. Den habe ich ja schon aufgetunt und dann natürlich ist er. Okay, ich habe gerade echt Probleme. Aber okay, das machen wir in der nächsten Folge. Auf jeden Fall wird es jetzt nochmal spannend, weil mir das Spiel sehr viele Steine in den Weg räumt. Gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.